Wie wär's, wenn wir das Gipfelkreuz bauen? Das Gipfelkreuz? Dann sehen wir das immer bei unseren Bauarbeiten. Dann nennt man ein Haus, aber erstmal ein Gipfelkreuz bauen. Ja. Dann können wir zu dem Kreuz beten, dass unser Haus schön aussehen wird. Okay. Was war denn das? Ah, da hat sich kurz Discord verabschiedet. Aber jetzt geht's wieder, oder was? Ja. Woran lag denn das? Weiß nicht, wahrscheinlich an Discord. Ah. Ich schmeiß ja mal mein Zeug rein in die obere Truhe. Ich dachte nämlich schon, du hast dein LAN-Kabel rausgezogen. Nee, das dachte ich nämlich auch. Hast. So. Steinmauern brauchen wir. Boah, jetzt ging dein Mikrofon aber gerade richtig ab. Oha. Ich hab Mauern. Okay, dann können wir jetzt ja rübergehen. Uff. Das ist auch mal was anderes. Dann tut man nicht immer nur eine Woche lang Gänge graben und Material transportieren, sondern machen eine Wanderung auf dem Berg. Ja, wir sind ja diese Aufnahme noch gar nicht rumgelaufen. Endlich mal eine Wanderung. Ja, natürlich. Und wir waren auch schon so lange nicht mehr im Schneegebiet. Ja, das Haus bauen, das wäre mal eine Abwechslung gewesen. Ja, eigentlich schon. Und das schiebt man jetzt schön raus. Ach. Naja. Für den Zuschauer fällt es gar nicht auf. Da kommt eh jeden Tag nur eine Folge. Ja. Juhu, Schnee. Da freut sich der Zuschauer. Der Zuschauer übrigens, der eine Zuschauer, den wir haben. Guck mal, ich sink hier in so einem Block drin und hab so einen Schneerand. Bleib stehen! Oh, ich krieg Schaden, hä? Was ist das? Oh ja, das ist Tiefschnee. Alter. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hilfe! Oh, ich bin auch Tiefschnee. Ich bin durch den Schnee durchgesunken und bin jetzt in der Höhle. Oh, das ist aber schlecht. Oh ja, ich muss hier raus. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Nein, ich auch nicht. Ich bin jetzt hier irgendwie unterm Schnee drunter. Das ist nicht gut. Ja, du kriegst Schaden. Hilfe. Ey, komm, ich komme hier nicht raus. Ich muss hier was abbauen. Doch, hier. Ja, warte, ich grabe. Ah, ich habe den Schnee. Ah, ich bin verschüttet. Oh, der Schnee geht ziemlich weit runter. Ah, hallo. Guck mal, geh mal hier rein. Das erste Lawinenopfer. Ja. Oha, hä, das sieht aber voll geil aus. Ja, aber es ist ein bisschen blöd, dass man da drin sehen kann. Ich weiß nicht. Alter, wenn du im Singleplayer spielst, wo ist der Ausgang hin? Ah. Wenn du im Singleplayer spielst, dann hast du halt verkackt, wenn du da drin nichts siehst. Warum, du kannst den Schnee doch abbauen. Stimmt. Ja, aber trotzdem. Ich find's nicht schlecht, dass man was sieht. Hast du noch Erde? Nö. Man müsste den Berg hier mal ein bisschen reparieren. Dann baue ich mir hier Erde. Man sieht sogar, wo das ist. Da liegt nämlich kein Schnee drauf. Sondern das sind einfach nur so, dass die Blöcke haben auch eine andere Textur. Wenn man an den Rand sneakt, fällt man nicht runter. Es wird Nacht, das haben wir ja toll gemacht mit der Wanderung. Ja, toll. Boah, jetzt muss man ja hier irgendwie... Hier muss ein Haus hin, da wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hochkommen soll. Ich muss ja erstmal komplett außen rumlaufen. Das wird keine vergnügliche Wanderung. Wegen dem Tiefschnee? Ne, wegen den Monstern, die jetzt gleich kommen, weil es dunkel ist. Ach, wir haben Schwert und Schild. Ja. Und eigentlich wollte ich die nicht benutzen. Meinst du, dass das Haus hier hinkommen soll, wo dieses Dings ist? Dieses kleine Loch im Berg? Ja, da wo du jetzt bist. Ja. Kommst du ganz... Ach, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hochkommen soll ohne Tiefschnee. Da, wo ich war überall Tiefschnee. Echt? Ja, ich weiß nicht, wo du lang bist. Ich gehe gerade um den Berg. Das ist das Ding. Ich will hier nichts abbauen und jetzt ist das volles Jump'n'Run. Und ich höre da oben irgendwo eine Ziege und ich habe irgendwie Angst, dass die mich runterschmeißt.
machen Ziegen das ab und zu. Ja. Die jäten dich den ganzen Berg runter. Stell ich mir sehr amüsant vor. Ja, bis die runterfliegst den ganzen Berg. Oh, da ist eine Ziege. Bleib bloß weg von mir. Ich hab Angst vor der Ziege. Dann töte sie. Nee. Wann wird sie dich töten? Hoffentlich nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Friede. So machen wir das. Okay, ich bin oben. Ah, ja, ich mache mir die Mühe nicht. Das dachte ich mir. So. Ich sehe dich aber. Links, hier, auf einem Baum. Ich habe die Ziege gerade angeguckt. Ach, da unten, ja. Du bist ja nicht mal im Schnee. Da kommt ein Zombie zu dir. Ich weiß, aber ich stehe auf dem Baum. Da kommen 3 Zombies zu mir. Nö, ich bin aus dem Schnee wieder raus. Ich war schon im Schnee und dann dachte ich mir, ja, okay, nö. Zu kalt. Ja, zu tief. Im Tiefschnee war ich tatsächlich gar nicht mehr. Also das eine Mal in der Lawine und danach gar nicht mehr. Nee, da, wo ich lang wollte, war dann nur Tiefschnee und dann hatte ich keine Lust mehr, eine Alternative zu suchen. Ich verschwinde mal ganz schnell zum Bauplatz. Okay. Da komme ich dann auch hin. Ja. Ich will nochmal hier hoch. Nochmal die Aussicht genießen, das habe ich gar nicht gemacht. Wow, tolle Aussicht. Ah, ich sehe dich da oben bei deinem Kreuz. Soll ich das beleuchten? Eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht ja doch. Aber Gipfelkreuze haben keine Beleuchtung. Aber das hier vielleicht schon. Guck hier so. Naja. Das sieht nicht wirklich gut aus, von hier unten zumindest. Das dachte ich mir. Habe ich nicht noch eine Enderperle? Nee, ich habe die dir vorhin gegeben. Hätte ich die jetzt runtergeschmissen. Oh ja. Das wäre deutlich schneller gegangen. Das wäre eine gute Idee, das hätte ich auch so gemacht. So, ich habe mal hier ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, man sieht's. Warum stehen hier eigentlich Netherrack-Blöcke 2 Stück? Da, die habe ich für die Kisten gebraucht. Ach so. So. Wie lange haben wir noch? Oh, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist ganz schön blöd. Wir haben ja noch nichts gemacht. Doch, wir haben den Nethergang gebaut. Ja, aber ich meine hier an Sachen. Naja. Das Schlimmste ist, ich war noch nicht mal in der großen Höhle drüben. Da gehe ich nachher gleich noch rein. Und baue geschwind den Gang rüber. Das ist eine gute Idee. Ja. Weil dann hast du Lust, in die Höhle zu gehen und genau dann musst du aufhören. Ja, aber wenn ich dir jetzt nicht zeige, ist doch richtig kacke, weißt du? Am Anfang laufen wir hierher, das war schon das ist schon ein paar Folgen her. Ja. Und dann gehen wir in der Aufnahme nicht mal in die Höhle rein und dann muss man auf die nächste Woche warten. Das stimmt. Deswegen, das mache ich auf jeden Fall noch. Und zwar jetzt, nachdem ich hier mein Zeug hingelegt habe. Kannst du schon mal das Haus bauen? Oh, ich? Das wird dann nicht besonders kreativ. Ja, ich überlege mir, aber vielleicht machen wir es. Wir könnten natürlich auch einfach ein kleineres Haus bauen, was kein L ist. Nee, das muss ein richtig großes sein. Guck mal, wie riesig die Landschaft hier ist, wenn wir da so ein mickriges Windshaus hinbauen, das ist nichts. Das muss so ein richtiges Anwesen sein, eigentlich. Aus Diamantblöcken. Ja. Ach ja, da sieht man das Gipfelkreuz. Ach, hier schon wieder so eine blöde Lawine. Stirbt man da, oder? Wenn man dann wirklich die ganze Zeit... Du kriegst halt ein bisschen Schaden. Ja, aber kann man davon sterben? Bestimmt, aber
Das ist, also, ich habe vorhin nicht mal ansatzweise groß Schaden, also groß was verloren, als ich da drin war. Boah, jetzt muss man immer aufpassen, wo man hintritt. Ein gefährliches Unterfangen. Ja. Oh, hier sind wieder Ziegen. So, hier schon Eisberg, ein Eisberg. Frozen Peaks. Und guck mal einer an, ist das etwa die Höhle? Vielleicht weiß ich ja schon, wo die ist und oh ja. Auf mysteriöse Art und Weise. Okay, ich mach mal den Shader raus, sonst sieht man hier nichts. Jetzt schießt mich irgendwas rund und ich bin tot. Das wär's. Das wär's. So. Lade schneller, Landschaft. Wie komme ich denn da runter mit einem Wassereimer? Warte mal, jetzt habe ich hier da keinen Shader, dann kann ich auch auf V-Sync stellen. Schon besser. Will ich überhaupt ganz runter? Weißt du? Ja. Ja, ja. So. Hallo Spinne. Machst du mir was? Ja, dann tschüss. Boah. Das ist die Höhle, in der ich definitiv ein Haus bauen werde. Und zwar, aua. Oh nein. Sag mal, jetzt reicht's hier. Das ist der Nachteil in den Höhlen. Hier sind so viele Monster. Mann, lass mich doch mal ins Inventar gehen. Nein. Jetzt bin ich fast tot. Gerade ein spannendes Inventar geöffnet und meine Hand von der Tastatur runtergetan, um mich zu kratzen. Dann höre ich schon wieder zünden. Und das Krasseste an dieser Höhle ist, wir sind jetzt auf dem Boden, aber wir sind nicht auf dem Boden. Lol. Ein Paradoxon. Weil hier unten... Komm, ey. Kack. Monster überall, lasst mich in Ruhe. Wir stellen einfach auf Peaceful um. So. Nein. Hier unten geht's nochmal runter. Und da gehe ich jetzt auch noch hin. Du musst einfach die ganze Höhle ausleuchten. Irgendwann mache ich das. Und hier ist nochmal so ein großer Raum. Das ist dann praktisch der Keller. Diese ganze Höhle ist mein Haus. Und das da unten ist der Keller. So machen wir das. Und dann stelle ich so ein Bett hier rein irgendwo. Das ist dann mein Schlafzimmer. Perfekt. Ich sag's dir, irgendwann leuchte ich die ganze Höhle aus. Ja. Ich mache überall Leuchtflechten hin. Man braucht jetzt nur noch Lichtlevel 1, damit keine Monster mehr spawnen. Stimmt. Da sehe ich schon Rohstoffe, Smaragde. Das Haus ist, glaube ich, auf Höhe 107 oder sowas, oder? Nicht schon wieder. 103. Ah, 103. Ich bin hier unten auf Höhe 62. Da sollte ich eventuell noch etwas höher gehen. Weil ich bin unter Wasserlevel. Ja. Und das heißt, ich bin theoretisch im Boden von der Schlucht drin. Ja. Das ist zu niedrig. Ich muss ja sagen, ich mag Creeper echt, aber wenn die dauernd kommen und explodieren, das ist nix. Ach, schau, dein Schild. Ja, aber die Höhle geht kaputt. Das stimmt, dann musst du wohl töten.
Ja, mache ich wir auch. Wir brauchen mal Unendlichkeitsbögen. Ja. Dann sind Creeper nie wieder ein Problem. Außer wenn man es verkackt. Ja, wenn halt plötzlich einer da ist. Ja. So, jetzt mal hier hoch. Sind hier wahrscheinlich eine Hexe, ganz toll. Geh bloß weg. Daneben. So, das hast du davon. Da kommt schon ein Zombie. Wenn du den Gang noch in der heutigen Aufnahme bauen willst, musst du dich aber ranhalten. Ja. Ja, ja. Weil ich glaube, wir haben in 2 Minuten oder so das, was wir Minimum brauchen, erreicht. Ja, gut, Minimum. Wenn es ein paar Minuten mehr sind, macht es ja nichts. Es wird bestimmt eine halbe Stunde mehr. Nee, das glaube ich nicht. Ah, dann will man nur noch das machen und nur noch das machen. Nö, nee, also ich bin davon ausgegangen, ich baue sie lang und dann fertig. Ja, die Frage ist, baust du den jetzt? Oder ja, jetzt guckst dann noch die Höhle an? Ich kenne die Höhle schon. Ja, aber die Zuschauer ja nicht. Die Zuschauerschaft, die hat jetzt die Höhle auch schon gesehen. Ich guck's ja noch einmal an, okay. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Danke für die Erinnerung. Einmal wollte ich sie noch in aller Pracht anschauen hier. Das schält nämlich aus der Hand raus, dass man das besser sieht. Ob das eine gute Idee ist, das stellt sich gleich raus. Boah. Und hier kommt praktisch dann, hier sind überall solche komischen hässlichen Steindinger, die hochstehen. So hässlich sind die nicht, aber die sind komisch irgendwie. Das sind keine realistischen Tropfsteine. Ja. Aber da kommt dann eine Plattform in der Mitte rein, die von diesen Steindingern gehalten wird und da kommt dann ein Haus drauf. Da ist ein Zombie, den will ich hier runterschubsen. Hoffentlich schubst der mich nicht runter. Ja, ich hau ihn extra mit einer Schere. Tschüss, Zombie. Ja, das hast du davon. Oh, da ist schon der nächste. Geh bloß weg. Oh, der ist auch runtergefallen. Okay. Ich glaube, ihr habt die Höhle genug betrachtet. Das ist aber euch irgendwann zu, dass da kein Tageslicht reinfällt. Und auch sonst niemand. Oh ja. Hier sind überall Smaragde, aber die braucht man ja, die lasse ich mal da. Ja, die kann man ja noch holen, wenn man sie mal braucht. Ja, also nie. Ja, genau. So. Und hier oben muss irgendwo der Gang anfangen. Oh, das mit den Monstern ist echt nervig. Muss mal irgendwie gucken, ob man Leuchtflechten irgendwie züchten kann. Ja, das wäre cool, aber irgendwie bezweifle ich es. Ja, ich auch. Aber ich will eigentlich keine Fackeln hier hinmachen, das passt hier nicht rein. So, alles voll mit Leuchtflechten, das überall leuchtet, das wäre schon irgendwie cool. Ja. Mach doch einfach einen Lavasee. Nee. Doch, unten könnte ich das tatsächlich machen. Muss ich aber ins Nether und ganz viel Lava holen. Ich glaube, das ist nicht so lustig. Und dann fällst du in deinen eigenen Lavasee. Das glaube ich nicht. So, jetzt baue ich den Gang. Bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Oh, ich sehe deinen Namen schon. Ja, ich habe ja mal schon was von dem Berg abgebaut, weil ich würde das Haus nicht in den Berg reinbauen, sondern halt quasi schon so, dass es komplett außerhalb ist, aber der Berg sich an der oberen Seite quasi so ans Haus anlehnt wieder. Ja. Toll, jetzt komme ich hier nicht ran. Jetzt muss ich rausnehmen.
Aua, ich hab dich genau gesehen. Ja, ich weiß. Okay. Ganz da oben ist es. Da oben läuft Lava raus. Ach, schlaf mal. Ja, aber ich will nicht mit der Schaufel in der Hand schlafen. So. Oh. Ja, das macht natürlich einen großen Unterschied. Ja, weil die hat mir die Sicht auf den Berg versperrt. Hm. Gut. So. Dann können wir nächstes Mal unseren Hausbau beginnen. Ja. Vielleicht können wir auch schon mal ein Modell bauen. Ja. In der Zwischenzeit. Ja, aber hier ist doch jetzt genug Platz. So ein Haus? Ja, vielleicht kann man eigentlich noch ein bisschen weiter reingehen. Ich würde hier so ein richtig fettes Haus hinbauen. Ja, das sehen wir. Ein richtiges Anwesen. Ja, das kann man in der Zwischenzeit auch mal planen. So wie ein Waldanwesen. Ja. Und dann ist der Berg weg, weil alles Haus ist. Ja. Gut. Dann war das ja heute eine sehr erfolgreich. Ja. Es war erfolgreich, aber mit nicht vielen Aufträgen. Ja, wir haben nichts gemacht. Das heißt, es wird eine sehr nicht sehr erlebnisreiche Woche. Es war eine nicht sehr erlebnisreiche Woche. Für die Zuschauer wird es eine. Nein, für die Zuschauer war es auch eine, aber ich meine, für die Zuschauer wird es jetzt dann eine. Ja. Aber naja. So. Bisschen Licht schadet nicht. Also stark, aber. Aber in der Nacht. Ja. Schadet's nicht. Gut. Aua. Mein Schildespalt kaputt sehe ich gerade. Da muss ich ein Auge drauf haben. Ich sehe dich doch da. Nee. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Mhm. Und dann für die ganze Woche? Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ja. Und sehen uns nächste Woche am Mittwoch wieder. Wie gehabt, genau. Wie gewohnt. In alter Frische. Also. Tschüss.